Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Blog rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute hier am Ghost Rider von Löffelhardt und ihr bekommt heute eine exklusive Backstage-Tour. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen jetzt hier mitten auf dem Ghost Rider und neben mir steht der... Ja, der Leon, der Rekommandeur hier, der Familie Löffelhardt. Herzlich willkommen, René. Ja, danke Leon, dass du auch dir die Zeit nimmst, um uns einmal sozusagen Backstage den Breakdance, wollte ich schon sagen. Das basiert ja auf dem Breakdance, ist aber eine total andere Fahrt und ich muss sagen, ich hatte am Anfang echt Vorbehalte, aber nachdem ich ihn jetzt mehrfach gefahren bin, für mich ist das einer der geilsten Fahrgeschäfte. Ja, Leon, erzähl uns doch mal, wer der Hersteller von dem Fahrgeschäft ist, beziehungsweise wie alt das ist. Und ich habe gehört, ihr habt sogar zwei Fahrgeschäfte, beziehungsweise zwei genau. Fahrgeschäfte, die von Löffelhardt betrieben werden, ne? Das ist unsere Anlage hier. Hersteller ist Rust Park Attractions damals gewesen. Bisschen Maschinenbau GmbH. Ja. Unser Ghost Rider einzigartig. Ja, ich finde, das ist auch wirklich, gerade auch von der Umthematisierung, macht es einfach mehr her. Booster damals, fand ich, war auch immer so ein bisschen, bei mir hat der Name nie so richtig gefallen, aber Ghost Rider trifft es irgendwie auch besser. Also gerade auch in den Abendstunden und mit dieser rasanten Fahrt, wenn die Gondeln sich drehen, machen es doch dann auch zu einem echt einzigartigen Erlebnis. Das stimmt, aus Fahrgefühl. Aus Fahrgefühl, naja. Gibt es so auf keine anderen Weise. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht. Leon, kannst du uns mal zeigen, was, oder anders gefragt, wann fangt ihr denn morgens eigentlich mit der Wartung von dem Geschäft an? Oder wie sieht so typisch dein Tag aus? Also wir fangen immer morgens an mit der Wartung. Also praktisch jetzt hier in Düsseldorf geht es ja erst um 14 Uhr immer los. Dann dementsprechend so 11, 12 Uhr rum. Wird alles abgefettet jeden Tag. Die Gondeln werden gefettet. Jede Sicherheitsschraube wird geprüft. Also Sicherheit ist immer das höchste Gebot hier bei uns. Und ja, dementsprechend wird jeden Tag alles einmal kontrolliert. Ja, hier sind wir an unserer Gondel. Die wird jeden Tag hier abgefettet. So praktisch hier. Alle Sicherheitsschrauben werden hier kontrolliert. Ganz wichtig. Einmal drumherum geguckt. Es gibt ganz viele Schmierpunkte, sehe ich. Ne? Das sind einmal, wie viel ist an so einer Gondel dran? Ja, insgesamt zwei Schmierpunkte. Also praktisch hier und einmal in der Rolle selber. Dann noch im Gondelkreuz wird abgefettet. Also ist schon ordentlich viel Fett, was wir hier brauchen. Ne? Aber durch die Schwimmbewegungen muss immer alles geschmeidig bleiben, sag ich mal. Ne? Das sind die Punkte quasi dafür, dass die Gondel sich selber in sich drehen kann. Ne? Genau, richtig. Die wird auch nicht angetrieben. Die ist komplett durch die Physik allein. Wird die gedreht? Wird komplett gedreht, ja. Ja. Wie viele Gondeln haben wir hier auf dem Geschäft? Beziehungsweise wie viele Leute vier passen Kreuze, rein? Vier Kreuze, 32 Personen passen. Das ist schon eine ganze Menge. Vier Gondeln pro Kreuz, zwei Personen. Ich glaube, die brauchst du abends, gerade wenn viel los ist, ne, sind die auch alle rappelvoll. Sind sehr beliebt. Ja. Aber es macht auch eigentlich am meisten Spaß, wenn so ein Geschäft voll ist, oder? Ja, ja. Ich muss sagen, ich finde auch... Wenn die Leute mitmachen, die Stimmung gut ist. Dann ist das echt gut, Am besten auch noch abends, wenn die Lichteffekte natürlich dann zu Geltung kommen. Ne? Ja. Das geht dann. Wir werden auch für euch noch eine Partyfahrt machen. Richtig. Das wird ganz spektakulär von drei Positionen. Also deswegen bleibt auf jeden Fall an dem Video dran. Es wird wirklich spektakulär. Und ich bin mal gespannt auf euer Feedback, wie euch das Ganze nachher gefallen hat. Wir stehen jetzt hier in einem der Gondelkreuze bzw. in einer der Motoren. Und Leon, auch hier gibt es verschiedene Schmierpunkte. Ne? Genau, hier unten haben wir einen Schmierpunkt noch, am Auslieger direkt, der jeden Tag abgefettet wird, damit unser Auslieger auch schön geschmeidig drehen. Stabil, und wie lange braucht er dann für die Wartung ungefähr? Ja, so eine Stunde. Eine Stunde? Ja. Ja, das ist ja gut dann, ja. Gute Stunde für alles. Ja, hast vernünftige Zeit dann. Und ihr seht, das Geschäft ist ja auch wirklich gepflegt, alles sauber, alles abgeledert. Ne? Genau. Und ich glaube, da legen die Schausteller auch viel Wert, dass die Geschäfte vernünftig gepflegt sind. Ne? Das ist immer uns ganz wichtig. Ja. Die Vorbereitungen sind jetzt voll im Gange, weil die Kirmes macht gleich auf. Und ich würde sagen, Leon, können wir vielleicht mal eine Probefahrt mit dem Geschäft machen? Würde ich auch sagen. Machen wir mal. Ja, ich würde sagen, dann ziehen wir mal von draußen nach drinnen und schauen uns jetzt mal in Ruhe die Technik an. Ja, jetzt sind wir hier bei uns am Fahrpult in unserer Operator-Kasse. Sieht echt imposant aus, ne? Das sieht
Sieht neu aus, oder? Habt ihr ein neues Pult bekommen? Nagelneues Fahrpult, genau, von der Firma MeWork, von Marcel Kietzmann und Markus Tröger. Grüße gehen raus. Ja, ich habe gesehen, auch Grüße an Kirmes Markus. Markus hat eine coole Reportage gedreht, wo die zwei Jungs mit drauf waren. Genau, genau. Die haben ja hier den Predator umgebaut auch. Genau, ja. Das war, stimmt, das war der Predator gewesen. Ne? Ja. Was ist denn das, waren sie bei uns. Was ist denn, hey Leon, was ist denn das Besondere an dem Steuerpult jetzt? Ja, ist natürlich eine neueste Norm. Wir haben jetzt zum Beispiel, können wir praktisch jeden Bügel selber aufmachen. Früher mussten wir alle Bügel auf einmal aufmachen immer, wenn mal einer nicht richtig geschlossen war und wir keine Freigabe bekommen haben. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen praktisch, wir haben ein digitales Display. Ja, ist schon. Ja, man sieht einmal komplett das Geschäft da drauf. Ne? Genau, das ist richtig. Echt praktisch. Du kannst quasi jede Gondel einzeln ansteuern dann. Genau, genau. Das heißt, theoretisch könnte auch ein Gondelkreuz. Ich kann hier drauf touchen. Ja. Dann sehe ich jede einzelne Gondel von jedem Kreuz praktisch, jede Farbe kann ich anklicken. Jetzt zum Beispiel blinkt es hier, wir haben die Freigabe, alle Bügel sind geschlossen. Mhm. Ja, können wir eigentlich losfahren. Dann können wir jetzt quasi eine Testfahrt machen. Also zum Start müssen immer so beiden Freigabeknöpfe zu zweit drücken. Also mit einer Hand geht's nicht, immer zwei Finger. Ja. Dann müssen wir nochmal die Platte starten und unsere Gondelkreuze. Ja. Wenn das alles gestartet ist, kann es losgehen. Das ist quasi eine Grundeinstellung, die du jetzt hast, oder du hast jetzt wirklich schon genau, die Potis gedreht? Die Potis gedreht, schon richtig. Ja. Ansonsten würde nichts passieren. Ja. Und dann kann ich, wie gesagt, manuell selber gucken, wie schnell drehe ich jetzt, ne? Wie fahre ich los. Ja. Alles in meiner Hand praktisch. Und du regulierst quasi jede Fahrt selber, ne? Also es ist kein Fahrprogramm hinterlegt, sondern wirklich, ihr macht hier jede Fahrt alles manuell, eigenständig. Jede Fahrt ist einzigartig. Ja. Ja, und ich muss sagen, ich finde, das gehört auch total dazu, dass es so ist, weil ich finde es echt doof, wenn jemand das Knöpfchen drückt und dann dreht sich das Ding 3,5-4 Minuten und und man merkt auch oft, also meine persönliche Meinung ist, dass die Leute oft dann auch nicht so motiviert dann am Rekommandieren sind, als wenn das stimmt. Jetzt zum Beispiel, wenn man das alles dann selber steuert. Ne? Ja, unsere komplette Beleuchtung ist auch über das komplette Fahrpult. Ah, das ist auch cool. Auch über Touch. Wir haben nur hier unsere Scheinwerfer, unser Jingle Pack. Ja, und unsere Moving Heads laufen über unser iPad. Ja. Auch ganz neu. Ey, stimmt, wir haben auch Moving Heads, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir das uns jetzt mal abends anschauen, wie das aussieht. Ich denke, das ist auf jeden Fall echt spektakulär. Genau. Und draußen steht schon der Junior-Chef, der brüllt schon, macht mal schneller. Drehen wir mal auf die Kiste, ne? Drehen wir mal auf die Kiste. Ich würde mal sagen, wir schwenken mal rüber, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht. Ja, unser Fahrgeschäft hat 4G Power. Ja. Bis zu 100 km/h Beschleunigung. Und ja, drehen wir volle Pulle auf. Ja, das ist mega. Wahnsinn, ja. Ja, jetzt hat er die höchste Stufe erreicht. Ich muss auch sagen, was man jetzt schön sieht ist auch und hört, was mich immer im Freizeitpark gerade gestört hat, ist bei diesen Fahrgeschäften einfach, das sind einfach so jetzt quasi Maschinen und eigentlich bekommen die erst Leben mit den Fahrgästen bzw. mit der Musik. Und gerade so Filmesfahrgeschäfte, ne, da gehört einfach dann auch Musik dann mit dazu. Ne? Ja. So, halt mal wieder an. Ja, Leon, wir haben die Testfahrt jetzt abgeschlossen und wenn ich das so mit meinen laienhaften Ohren gehört habe, hörte sich das alles, glaube ich, ganz gut an. Ne? Genau, bereit zum Aufmachen gleich. Bereit zum Aufmachen, ja, ich freue mich auch gleich drauf, wenn das Geschäft auf ist und hier die strahlenden Gesichter zu sehen, weil das macht eigentlich so ein Kirmesfahrgeschäft ja auch dann aus. Ja, wo wir schon dabei sind mit Fahren und was ist denn für dich hier so ein besonderer Moment hier am Geschäft gewesen? Gibt es irgendwelche Gäste, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder hast du ein Erlebnis, was für dich hier sozusagen einzigartig war, was du auf der Kirmes erlebt hast? Ja, tatsächlich. Also hier sind mal, ich sag mal, lieb gemeint zwei Omis eingestiegen, also schon zwei Damen im älteren Alter und die hatten echt Spaß hier drauf. Also das sieht man selten, die Generation hier bei uns auf dem Fahrgeschäft. Ja, vor allem, das glaube ich, vor allem muss der Rücken auch mitmachen. Ja, genau, beziehungsweise, weil, für viele ist das zu hart hier. Ja, wenn, ich denke jetzt auch, wenn man Omi in den Weltraum schießen müsste mit 4, 5G, ob das gut gehen würde, ist jetzt nicht böse gemeint, aber
Ja, ich habe da echt Respekt vor und ich persönlich hoffe auch tatsächlich, dass ich ja, in dem gehobenen Alter noch mit Fahrgeschäften fahren kann. Also gerade so Achterbahnen sind ja doch eigentlich doch relativ cool dann am Ende des Tages. Ja, Leon, wo fahrt ihr denn noch hier hin? Wir sind ja jetzt hier auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, ne? Genau. Und ihr habt bestimmt noch ein paar Plätze. Genau, als nächstes nach Vechta. Danach haben wir Luxemburg noch und Bonn-Pützinsmarkt. Bonn-Pützinsmarkt, ja, da fahr ich auf jeden Fall auch wieder hin. Das ist auch echt einer der Kirmes-Highlights. Meine Heimat. Deine Heimat? Ja, cool. Ja, ich muss sagen, auch ja, diese Mischung auch da in Pützin aus, das ist so typische, so ein Gefühl, eine Mischung aus Innenstadt-Kirmes, ne? Und du hast ja die zwei größeren Plätze, wo man dann Fahrgeschäfte hat. Ja. Ich finde das echt klasse. Und ich finde auch die Auswahl der Geschäfte ist eigentlich. Das ist eine tolle Veranstaltung da. Ja. Jedes Jahr. Das stimmt. Also, das macht immer eine ganze Menge Spaß, ja. Und wie ist das in den Abendstunden? Ich finde auch die Abendfahrten, die machen wahrscheinlich auch viel mehr Spaß, ne? Genau, also wir machen abends ganz viel Show, tagsüber natürlich auch. Da haben wir ganz viele Show-Intros, die wir spielen immer, die extra für unser Geschäft gemacht worden sind. Ja, habt ihr die mit Imascore gemacht oder wer hat die gemacht? Oh, das weiß nicht. Nee, mal rausschneiden. Ja, aber wahrscheinlich ist es Imascore, die machen wirklich viel. Ich weiß gar nicht, wer die hier. Für, ja, dann hast du auch eine besondere Fahrt, die du machst hier. Ich glaube, eine Showfahrt oder sowas hast du erzählt, machst du, ne? Ja, genau. Mal so ein, ich mache gerne Partyfahrten zum Abend, vor allem samstags und freitags. Ja. Habe ich immer schöne Partyfahrten am Start. Ja, ich bin mal gespannt. So eine Partyfahrt werden wir auf jeden Fall aufnehmen und vor allen Dingen machen wir das Ganze aus drei Perspektiven raus. Ich denke, das ist auch nochmal so ein besonderes Highlight, wenn man hier so eine Operator-View hat. Und dann auch nochmal sieht, wie das Geschäft sich von außen und in den Gondeln dann aussieht. Und ja, da freue ich mich besonders drauf, Leon. Ja, Leon, wie viel Transporte benötigt ihr für das Fahrgeschäft, beziehungsweise wie lange baut ihr hier auf insgesamt? Ja, wir haben vier Transporte plus Mannschaftswagen, Wohnwagen, kommen noch dazu. Wir brauchen zum Abbauen, sag mal, 7-8 Stunden, wenn es schnell geht. Mhm. Zum Aufbauen brauchen wir ja, einen Tag, kann man ungefähr rechnen. Geht natürlich schneller, ja, wenn es schnell gehen muss. Aber so einen Tag, wenn wir uns Zeit lassen. Passt dann ja. Wann seid ihr angekommen in Düsseldorf auf der Rheinkirmes? Am Montag. Am Montag, ja, am Montag. Ja. Sonntag haben wir abgebaut in Hannover und Montag waren wir schon hier. Ja, cool. Dienstag standen wir schon. Geht immer sauschnell, vor allem wenn man weiß, wie es geht, ne? Ja. Und übernachtest du meistens hier oder fährst du auch schon mal nach Hause? Ja, es kommt immer drauf an. Also ja, ich glaub, mal so. Ja. Kommt auf die Entfernung vom Platz natürlich, ne? Ja, ich kann es verstehen. Also gerade hier Düsseldorf-Rheinkirmes, das ist schon immer eine Herausforderung. Hier kann man eigentlich schlecht drumherum parken. Und ne? Vor allem die Uhrzeiten. Ja, und die Uhrzeiten, ja. Ich glaube, Freitag bis Samstag ist bis 2 Uhr nachts. Ja, ne? Genau. Und ich glaube, 0 Uhr unter der Woche haben die... Sonntags wieder um 11. Angesetzt haben. Das ist gut. Das ist, ich glaub, ja, so ist das. Ne? Aber ich glaube, mit der Musik wird man doch relativ schnell wach hier, ja, oder? Ja. Super, danke dir. Ja, Leon, wir befinden uns hier jetzt direkt unterm Ghost Rider und genau. Vielleicht kannst du mal erklären, was wir jetzt hier sehen. Genau, hier ist unser Mittelbau. Hier sind auch unsere Abfettpunkte direkt. Also praktisch, wir drehen das ganze Karussell langsam und fetten das dann ab. Ja, ansonsten hier ist unsere Fahranlage. Sind, ne? Sind die Gondelkreuzmotoren, sind die wartungsfrei von unten oder ja, muss man da alles von unten. Muss man da irgendwas dran machen? Alles von unten werden die Gondelkreuze praktisch. Also jedes Gondelkreuz hat seinen eigenen Motor hier unten. Hier sieht man ganz gut. Ja. Und ja, natürlich muss auch mal immer geguckt werden, ob alles läuft. Aber gefettet wird von oben alles. Ja. Und die Technik, ich sehe da vorne so einen Technikkasten, der ist wahrscheinlich genau. Für Motor und Getriebe, ne? Genau, das ist unsere ganze Fahranlage. Das ist die ganze Fahranlage drauf? Richtig. Summer sun 2009, we were feeling high, and I got drunk for the first time. I thought I was cool. Normalerweise
sitzt hier. Oh, schade. Wir wollen noch eine Zugabe, oder? Na komm mal, wo sind die Hände hier? Komm mal, die Hände hoch, die Hände hoch, die Hände hoch. Yeah, 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 yeah. So, alles klar, letzte Dreh auf der Schiebe.
Ja, auch die schönste Zeit geht mal zu Ende. So auch für mich hier am Ghost Rider vom Löffelhardt. Ja, Leon, herzlichen Dank, dass du uns hier die Eindrücke gegeben hast. Mir hat das Ganze hier super gefallen. Und ich habe auch wieder viele Dinge neu hinzugelernt, die mir vorher noch nicht so bewusst gewesen sind. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder, die ein oder andere Tour mit euch zu drehen. Und sag euch zu Hause, macht's gut. Leon, mach's gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wieder einschaltet, wenn es heißt Giant von Blog. Macht's gut, bis dahin. Euer René.